Ein trauriger Tag, eine traurige Woche, ein trauriger Monat. Stehe vom Mikrofon, doch leg nie das Mobiltelefon ab. Kilometer gefahren, von einem Arzt zum anderen, Tränen sind da. Wünschte, es gäbe andere Wege, aber Plan B war ein Fail, darum nehmen wir A. Ich sehe seine Angst, er hält meine Hand fest, schläge den Arm um seine Schulter und gebe ihm da mit Kraft zu zweit, denn für ihn bin ich stark. Ihre Augen werden starr bei der Diagnose. Muss ich dieser Pfad wirklich wiederholen? Also das nicht genug, ihr geht's genauso beschissen. Ich ruf meinen Bruder an und ich hole kurz Luft. Meine Hände zittern, ich hab keine Lust, ihn den Sorgen zu machen, doch einer muss die Wahrheit sagen, denn er sagt uns, alles ist gut, komm langsam, lass Schluss. Wieso bist du dann so lange stationär? Jedem Arzt sag ich, gib mir den Bericht. Ja, ich weiß, das ist alles nicht fair, aber sag mir doch die Wahrheit ins Gesicht. Die Lüge, um unsere Sorgen zu nehmen, kauf ich dir nicht ab. Du kennst mich zu gut und weißt, dass der Move nicht einmal geklappt hat. Ich schmeiß alles hin für dich, bleibe bei dir, bis du's wieder geschafft hast. Ich weiß, es wird hart, ich bin für dich da. Papa. Ein schwieriger Tag, eine schwierige Woche, ein schwieriger Monat. Wir hatten nie viel, der Job im Hotel warf nicht so viel Lohn ab. So viele Treppen rauf und runter, aber es zog nie deine Laune runter. Du hast an deinen Körper gedacht, meist danach auch noch Stunden verbracht. In der Nacht in unseren Betten, die gute Nachtgeschichte war Pflicht. Zuletzt im Bett als Erste wach ich, ich spüre höchste Achtung für dich. Dein Alter hat dich nie interessiert, du bist die Stärkste unter uns sein. Jedes Mal bist du aufgestanden und du bist wirklich oft hingefallen. Doch der Arzt sagt zu dir, es reicht, deine Knochen machen nicht mit. Eigentlich brauchst du die OP, doch du sagst, es passt dir grad nicht. Papa braucht dich jetzt mehr denn je, deshalb schiebst du die Termine vor dir her. Sag mir bitte, wo nimmst du die ganze Power her? Ja, du bist stark, doch ignorier nicht deinen Schmerz. So viele haben dir gesagt, dein Körper wird langsam zu schwach. Irgendwann brauchst du den Eingriff, ohne ist es auch nicht machbar. Ich schmeiß alles hin für dich, bleibe bei dir, bis du's wieder geschafft hast. Ich weiß, es wird hart, ich bin für dich da. Mama.